Herzlich willkommen zum Spotcheck auf der griechischen Insel Kos. Ich nehme dich in diesem Video mit zu all den Kitespots, die du auf dieser griechischen Insel vorfinden kannst. Entstanden ist das Video während unseres Familienurlaubs im Oktober 2021. Da hatte ich mein eigenes Kite-Equipment mit dabei und auch einen Mietwagen am Start. Somit war das für uns die perfekte Möglichkeit, einerseits unseren Homespot, den Horizon Beach Club, zu testen, aber auch mit dem Mietwagen über die Insel zu fahren und an verschiedenen Tagen mal zu schauen, welche Kitespots die Insel noch so parat hat. Wie immer findest du auch ein paar Luftaufnahmen und Detailkarten zu den Spots hier im Video, von denen du dann einen Screenshot machen kannst. Und ich habe auch die jeweiligen Spots in den Kapitelmarkern verlinkt, sodass du auch direkt zum Spot, der dich interessiert, springen kannst. Viel Spaß mit diesem Video und vielleicht sehen wir uns ja auch mal in Kos auf dem Wasser. Heute bin ich quasi am Homespot meines Hotels. Das ist der Horizons Kite Club in Laufdistanz vom TUI Magic Life und auch direkt nebendran hier das Horizons Resort als Hotel. Ist ein schöner kleiner Spot, super geeignet zum Launchen und Landen. Auch eine schöne kleine Kite Launch dabei. Man kann hier Material ausleihen, sich einen Locker mieten, eigenen Stuff mitbringen. Und wenn man hier nur starten und landen will, dann am besten an der Station registrieren. Da zahlt man dann einmalig 10 Euro für den gesamten Aufenthalt. So war es, als ich hier bin. Tut damit was Gutes für die Station und sollte sich auch auf jeden Fall nochmal hier mit den Locals absprechen, wo man rausgehen kann, wo man nicht hinkiten sollte. Natürlich nicht in die Nähe der Strände, der Hotels wie üblich. Aber ich finde es sehr cool. Heute bläst es auch ganz gut. Ich war gestern schon draußen hier mit einem Twin-Tip und anschließend mit einem Foil. Und ja, jetzt schauen wir mal, was heute geht. Ich habe mir gerade mal den Spot und die Station von Kitesurfing Kos in Mastichiari angeschaut. Das ist sicherlich eine der bekannteren Stationen und Spots hier, die man auch von Kite Worldwide kennt. Hier gibt es einige Kite-Trips auch immerhin. Schöne kleine Station, große Launch-Area direkt neben dem Strand und auch neben dem Ort hier, bei dem man auch gut essen gehen kann. Wir haben auch sicherlich einige Hotels findet.
Mit eigenem Equipment kann man hier auch starten, kostet 5 Euro pro Tag fürs Starten und Landen. Und wir schauen uns das Ganze auch nochmal näher an, allerdings heute ohne Kiter auf dem Wasser, denn der Wind ist zu schwach. Der nächste Spot ist Kohilari Beach. Du hast es ja schon gesehen, die Anfahrt ist fantastisch gewesen und auch landschaftlich ist dieser Spot bisher mein absolutes Highlight. Super schöne Dünenlandschaft, wunderschönes Meer. Es gibt auch einen Schwimmerbereich, hier gibt es auch Liegen und auch ein paar Getränke. Ansonsten ist hier ringsherum eigentlich nichts zu finden. Ein kleines Kitecenter gibt es hier auch, aber wirklich mini, eher einen Container. Klar abgetrennte Launch Area, viel Platz zum Starten und zum Landen. Und wenn hier guter Wind ist, kann ich mir vorstellen, dass man hier mega gute Sessions haben kann. Also bisher absolut ein Highlight und ich hoffe, ich kriege noch mal ein bisschen Wind, dass ich hier auch mal rausgehen kann in der Zeit, in der wir hier sind. Und dann kann ich vielleicht auch noch mal ein paar Bilder mit Kitern am Spot zeigen. Das war heute bei dem wenigen Wind leider nicht möglich. So, heute geht's wieder los und zwar zu den Spots im Nordosten von Kos. Mal schauen, wie es da aussieht. Heute sind wir in Marmarikos. Das ist ein Spot ziemlich in der Mitte der Nordküste und den kann man auch sehr gut erreichen von unserem Homespot vom Hotel auf dem Kite. Schöne große Launch Area hier, ziemlich ruhig hier. In der Nähe gibt es auch ein paar andere Hotels. Der Vorteil von Marmarikos ist, dass wenn der Wind aus Nord kommt, man einen leichten Düseneffekt hat hier zwischen den benachbarten Inseln und es hier immer ein paar Knoten mehr Wind hat. Zwischen hier dem Spot und dem Homespot in Mastichiari gibt es ein kleines Riff, was rausragt. Also wenn man hier rüberfährt, speziell mit dem Foil muss man da ein bisschen aufs Wasser achten, dass man nicht crasht. Ansonsten sehr schön hier, heute leider wieder kein Wind und wie immer gibt es auch gleich noch ein paar Bilder von oben.
Jetzt sind wir am Kitespot Tigaki angekommen. Den findest du ganz leicht auf Google Maps im Norden von Kos, denn hinten dran ist ein riesiger Salzsee, der aussieht wie zugefroren, einfach fantastisch, auch im Vorbeifahren, ein Blick auf jeden Fall wert. Der Spot an sich selbst ist auch fantastisch. Ein super langer weißer Strand, türkisblaues Wasser. Ich war vor ein paar Tagen hier schon mal mit dem Foil von unserem Homespot hier hochgefahren. Da hat es ordentlich geballert und ich konnte eine Menge Spaß haben und erahnen, wie schön der Spot hier bei einer nordöstlichen Windrichtung auf jeden Fall ist. Vorteil, auch hier hat man einen doppelten Düseneffekt durch die vorgelagerten Inseln und immer einige Knoten mehr Wind als in dem westlichen Part des Nordens, in Masti Chiari zum Beispiel. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier ist auch ein Ableger als Launch- und Lande-Area vom Horizon Club. Ist auch gut ausgeschildert, findet man auch auf Google Maps. Und wie das Wasser ausschaut, auch ein etwas größerer Stehbereich. Also auf jeden Fall auch ein Tipp hier im Norden zum Kiten. Und ich werde versuchen, wenn die nächsten Tage Wind ist, hier nochmal vorbeizukommen und den Spot auszuprobieren. Ein kleiner Nachtrag noch zu Tigaki. Das Ganze ist hier im Übrigen irgendwie so ein halboffizieller oder auch offizieller Nacktbadestrand und das wird auch intensiv genutzt. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache und ich hatte schon Schwierigkeiten hier überhaupt zu filmen, ohne dass mir irgendeine oder ein Nackter durchs Bild gerannt ist. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Naja, wenn ordentlich Wind ist, dann ziehen sich die Nackerten vielleicht aber auch eher mal wieder was an. Direkt hinter mir siehst du jetzt den Kitespot Psalidi Beach. Das ist tatsächlich einer der jüngeren Kitespots hier auf der Insel Kos. Erst seit ein paar Jahren ist hier auch das Kitesurfen neben dem Windsurfen erlaubt. Der Spot liegt an der äußersten Nordostspitze von Kos, auch in der Nähe von der Hauptstadt Kos und hat einen ziemlich großen und breiten Kiesstrand, geht hier genau ums Kap, deswegen sind hier prinzipiell mehrere Windrichtungen möglich. Heute zahlt sich hier total aus, dass der Spot hinter den Meerengen liegt, der vorgelagerten Insel und auch der Enge zwischen Kos und dem gegenüberliegenden Bodrumpf, bereits Türkei. Denn hier verdichtet sich heute bei Nordwestwind der Wind ordentlich und während wir in Marmari und Masti Chiari so gut wie gar keinen Wind hatten, ist hier schon eine ganz gute Brise und draußen ist auch jemand mit einem Foil unterwegs. Und ja, das macht Lust und Laune und ich werde auch gleich mal hier an der Station fragen, wie ich mit meinem eigenen Equipment aufs Wasser kann. Ihr seht dort die Station hinten dran und direkt vorne dran auch den Start- und Landebereich zum Kiten. Perfekt, die sind auch noch super entspannt hier. Man kann hier starten und landen, muss sich nicht registrieren, wenn man eigenes Equipment dabei hat, auch keine Gebühr bezahlen. Und Steine gibt es nur am Anfang, man sieht zuerst einen Kiesstrand, aber angeblich keine Überraschungen im Wasser. Das ist natürlich auch schön, wenn man jetzt gleich mit dem Foil unterwegs ist. Ja, ich freue mich. Thank you.
So, ich bin wieder zurück an Land, hatte eine super tolle Session hier im Salidis und die Jungs an der Station sind auch mega nett. Also schaut hier auf jeden Fall vorbei, ein toller Spot, sehr windsicher, auch für die üblichen Windrichtungen, die es hier gibt. Und ja, war eigentlich eine echte Überraschung, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und ich guck mal, vielleicht komme ich die Tage sogar noch mehr hierher, weil es hat jede Menge Spaß gemacht. So, heute wollte ich den zweiten Anlauf machen für Koh Hilari Beach. Du siehst, im Hintergrund sind auch ein paar Wolken. Da ist Wind angekündigt, leider auch Gewitterrisiko, deswegen, naja, ich weiß es nicht. Und Wind sieht noch nicht so wirklich überzeugend aus. Also erstmal ein bisschen Geduld mitbringen und schauen, was passiert. Das hier ist Theologos. Ja, auch auf Kos gibt es Theologos, nicht nur auf Rhodos. Der Spot liegt ganz im Westen der Insel, relativ weit zu fahren, über Straßen durch die Berge. Hier gibt es wenig Infrastruktur, außer eine Taverne, die ist hier gleich hier drüben, wahrscheinlich mit einem super genialen Sundowner-Blick. Ansonsten einer der wildesten und natürlichsten Spots hier auf der Insel, ziemlich wild, wie gerade schon gesagt. Das heißt auch kein guter Strand zum Starten hier direkt am Spot. Den soll es 1 Kilometer weiter nördlich geben und dann könnte man hier runterfahren. Wenn es richtig eine Weile aus Nord-Nordwest geballert hat, Meltemi zum Beispiel, dann soll hier angeblich auch eine gute Welle ankommen. Und das wäre dann auch damit der einzig richtig gute Wavespot hier auf der Insel. Aber ich würde mal vermuten, Experts only, wahrscheinlich hier auch ein bisschen Strömung im Wasser dann. Und ja, auf jeden Fall eine Besonderheit hier auf Kos als Spot. Aber wie immer, wir schauen uns das Ganze auch nochmal von oben an. So, ich bin jetzt noch mal schnell hier rüber gefahren nach Kata Beach. Das ist diese Sandbucht etwas nördlich von Theogolos. Und du hast ja schon von oben gesehen. Und jetzt hier auch noch mal direkt. Da ist guter Platz zum Starten. Und hier kommt man auch gut runter über einen Sandweg. Ich muss jetzt hier gleich ins Auto verschwinden, denn da hinten schlagen schon die Blitze links und rechts ein in die andere Richtung. Ja, so sieht's hier aus.
Kefalos-Kos ist dein Spot bei Südwind und bei uns ist tatsächlich ein dickes Tief im Anmarsch von Westen und wie sich das für so ein Tief gehört, bringt es ordentlich Wind mit sich, dreht gegen den Uhrzeigersinn, also richtig schöner, toller Südwind heute, fing langsam an, hat sich dann gesteigert bis hoch auf, ich würde mal sagen, jetzt sind wir schon bei 18 bis 20 Knoten und ich hatte gerade eine mega tolle Foil-Session hier draußen, erst mit dem 12er, dann mit dem 8er. Ganz viel Platz, sind noch ein paar Windsurfer, ein Wingfoiler draußen gewesen und somit war ich nicht ganz allein hier, zumindest mit dem Kite war ich allerdings allein hier. Ja, ich bin hier an der, muss gerade überlegen, Ostseite von dem Spot, kann man es ein bisschen erahnen und wie immer natürlich auch die Bilder aus der Luft noch. Hier ist ein recht großer Strandbereich, so richtig klar gekennzeichnet ist die Kite Area hier nicht. Mir erschien das hier aber als die sinnvollste Ecke. Man kann direkt am Strand aufbauen, durch Starten. Gibt ein paar Untiefen, die sind aber mit so Flaggen gekennzeichnet. Ansonsten kann man sehr gut raus. Also schöner Spot bei Südwind, perfekt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier, wenn es ein bisschen länger weht, auch ein bisschen Welle ankommt und damit vielleicht auch neben Theologos ein halbwegs guter Wave-Spot auch. Ja. So viel dazu. Also, auch nochmal eine kleine Überraschung, was Neues und tolle Session gehabt hier. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es auf der Südseite von Kos auch noch den Robinson Club gibt. Den siehst du hier im Hintergrund. Und natürlich ist hier, wenn, dann nur Südwind interessant, denn die Hauptwindrichtung in den Sommermonaten ist ja, wie schon gesagt, eher Nordwest, Nordost, alles oder nördlich, alles was Meltemi ist. Und die Ausnahme sind Südwinde. Im Winter sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da ändert sich die Wetterlage, da dreht es dann hauptsächlich auf Süd. Und da gibt es dafür ja den Spot in Kefalos-Kos. Und im Kite Navigator ist noch erwähnt, dass der Robinson Club hier einen Privatstrand hat, wenn man hier zu Gast ist und dann möglicherweise auch dort Kiten möglich sein könnte. Also viel Konjunktiv an der Stelle. Ich weiß es nicht genau und ich kann keine Insider-Tipps geben. Ich kann hier auch leider keine Bilder aus der Luft präsentieren, denn der Flughafen ist in der Nähe, da geht das dann nicht. Und somit sei das hier nur einfach der Vollständigkeit halber auch erwähnt und gegebenenfalls muss man da nochmal auf anderen Quellen recherchieren, ob Kiten hier denn auch möglich ist. Ja, und wenn du jetzt ganz genau schaust, da über dem Gebäude, dann entdeckst du etwas, was ich mir schon fast gedacht habe. Liegt jetzt gerade im Wasser, eben kommt es wieder hoch. Natürlich ist dann hier Wingsurfen sicherlich eine gute Alternative. Und da ist auch gerade ein Wing auf dem Wasser und unterwegs. Heute ist ja natürlich auch einer der wenigen Tage. Im Oktober dreht es allerdings wahrscheinlich schon ein bisschen, an denen kein Nordwind herrscht, sondern das Ganze Richtung West-Südwest gedreht hat. Also jetzt nochmal genau gucken, vielleicht kannst du es erkennen. Da ist auf jeden Fall ein Wing unterwegs und wenn dann schon Kiten vielleicht hier nicht optimal ist, Windsurfen und Wingfoilen sind es dann aber. Unverhofft kommt oft. Eigentlich war heute gar kein Wind vorhergesagt und ich lag da so relaxed am Strand und auf einmal fängt an, wird mehr und mehr und mehr. Und jetzt habe ich ganz hektisch mal mein Zeug gepackt und es geht los zum Homespot, zu Pepe Horizons. Schauen, ob wir da zumindest eine kurze Session raushauen können. So,
Wie erwartet, war der Wind dann noch schneller weg. Trotz allem Gröle, natürlich wieder hier ganz weit aus den Kite verkackt. Und dann werde ich wohl jetzt einen längeren Swim machen. Vielleicht kommt noch mal eine Böe und ich kriege ihn über die Deckline gestartet. Aber aktuell hat der Wind voll abgekackt. Nein, ich habe mein Board bei mir. Alles ist safe. Dicken Neo an, auch halb nicht. Mein Homespot in den 12 Tagen ist hier das Horizon Surfing Center, direkt ums Kap bei Mastikari, also zwischen Mastikari und Marmari gelegen, direkt neben dem Horizon Beach Resort und auch dem TUI Magic Life, zwei Großhotels, bei denen man wunderbar mit Familie unterkommen kann und den Spot dann quasi vor der Haustür hat. Es ist ein großer Start- und Landebereich hier mit Sand, eine super nette Station, geleitet von Pepe und bei den Hauptwindrichtungen aus Nordwest, Nordost auch wirklich gut gelegen, sodass man, wenn man in der Hauptsaison ist, also in den Windmonaten, dann vermutlich auch keinen Mietwagen braucht, weil man hier sehr gut bedient ist von diesem Spot. Im Oktober ist es ein bisschen wechselhaft, da ist es ein bisschen Glückssache. Da war ich jetzt froh, einen Mietwagen zu haben, weil ich eben flexibel auch mal an einen anderen Spot fahren konnte und natürlich auch diese Spotchecks hier drehen konnte. Aber absolut zu empfehlen, gibt auch jede Menge Equipment, Storage-Möglichkeiten und super nette Leute an der Station. Also, ihr habt hier auf jeden Fall viel Spaß an dem Spot. So, das waren dann auch tatsächlich schon die 12 Tage auf Kos. Viele tolle Spots kennengelernt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Schau gerne auch die anderen Videos an, die ich zu Spotchecks rund um Nord- und Ostsee und in Zukunft auch immer mal wieder auf unseren Urlaubstrips auf YouTube posten werde. Bis hoffentlich ganz bald mal irgendwo auf dem Wasser.